ist ja hier sogar fast richtig niedlich abzubauen. Ja, wir kommen auch langsam Richtung Flachland. So. Hier arbeiten wir noch zwei Reich. So, und wieder eine weniger obendrauf. Hier nehmen wir sofort beide weg. Ja, dann kann ich auch sofort beide gelben wegnehmen. Was soll denn das? Da brauchen wir nun wirklich nicht dran geizen. So. Und zurück. Na, schaffen wir das noch vor Sonnenuntergang?
punktgenau in der Ecke angekommen. So, mal gucken, was wir noch an Platz haben. Mal gucken, ob wir hier noch was reinkriegen. Nee. Dann muss jetzt diese eine Reihe hier eigentlich noch vorstehen. Das ist gar nicht eine Reihe, das sind drei Reihen, aber sag's keinem. Ah ne, hier war es nur eine gewesen. So. Hier waren wir angekommen. Das heißt, hier machen wir auch gleich weiter. Jetzt mache ich sofort zwei. Dann komme ich dort hinten raus. Bin sofort am Ziel quasi. Muss nicht mehr zurück und kann dort gleich Rest erfarmen, den wir noch farmen wollen heute. Leben müssen wir ja auch schon ganz gut gefarmt haben. Wir brauchen eh noch einen riesen Batzen gebrannten Lehm für die Pyramiden. Damit haben wir ja noch gar nicht angefangen, dafür zu farmen. Na, da habe ich morgen wieder genug zu tun. Rendern, hochladen. Gucken, ob wir schon im August sind. Das wäre ja Wahnsinn. Das wäre wirklich Wahnsinn. Ich meine, ich bin noch im März. Ugh. April, Mai, Juni, Juli, August. Na gut, der März ist fast rum. Das heißt, es wären 4 Monate im Voraus dann schon. Uff. Das ist schon einiges. So, Ziel. Und haben wir noch Platz? Ach, massig. Na gut, der nächste Haufen, der wegkommt, wäre dann der hier. Ist ja irgendwie auch logisch, der steht jetzt ja so seltsam hervor und der jetzt wegkommt, ist ja irgendwie auch klar. Erstmal den. Wo? Da. Erstmal den Sand runternehmen.
an die ersten drei rein. Ja, den hier werden wir heute nicht mehr ganz wegkriegen. Aber zumindest solange wir noch Volumen haben, das wir füllen können, werden wir hier ein bisschen an diesem Berg rumhackeln. Dadurch machen wir uns dann halt auch für nächste Mal das Leben etwas leichter. So, dann die nächsten zwei rein. Ist gar nicht so viel. Das war wirklich nur so eine kleine Spitze am Rand. Dahinter ist ja alles flach. Mit Sand drauf. Naja, wir gucken, was die Füllmenge hergibt. So. Machen wir mal hier wirklich den kompletten Sand weg. Oh, der nimmt jetzt natürlich auch Platz weg. Wir könnten ihn jetzt zu Sandstein machen, aber dafür ist mir der rote Sand oder hier eher der dunklere Sand doch etwas zu schade für, um ihn gleich jetzt schon zu verhunzen aus Platzgründen. Obwohl, was Besseres als Sandstein kann man da jetzt auch nicht rausmachen. So, schnell mal einmal drumherum. Reste einsammeln. Das Bett stellen wir übrigens auch wieder zurück, also das nehmen wir jetzt nicht mit. Da muss ich dran denken. Jetzt habe ich es nachher nämlich wirklich im Inventar. Wirklich weniger als ich dachte. Viel weniger sogar. Hätte ich das gewusst, wären wir mit dem hier angefangen. Die andere Seite war ja da demotivierender. Wir haben noch genug Platz. In einer der Kisten war auch noch Platz. Ich glaube sogar in zweien. Ja, voll machen wir es auf jeden Fall. Also wenn das hier weg ist, suchen wir uns eine neue Stelle. Wenn wir hier hinten jetzt schon ganz lang gehen, mache ich
ich hier zumindest schon mal den Sand ein Stück weg. So. Dann ist der nicht im Weg. Einfach erstmal da hinten stehen lassen. Das wird ja wohl bis zum nächsten Mal nicht weglaufen. Ich höre eine Hexe. Mal wieder. Mal wieder sehe ich sie nicht. Höhle drunter wäre, denke ich, die einzig logische Erklärung. Schauen. Das ist voll. Na. Und das ist voll. Dann können wir die mitnehmen. Und das Bett lassen wir jetzt. Ups. Einfach mal hier stehen. Kriege ich einen Schluck auf? Das wäre natürlich so das Worst Case während des Let's Plays. Das würde sofortige Unterbrechung bedeuten, denn wenn ich Schluck auf habe, grunze ich wie so ein kleines Schwein. Und jetzt machen wir das Inventar voll. Die Axt könnte ich eigentlich nächste Mal zu Hause lassen. Ja, aber die Shulker-Chests, die vereinfachen einen das Leben deutlich. Das muss man wirklich mal sagen. Das war eine sehr gute Erfindung. Zurück und dann haben wir gleich schon wieder alle drei Slots hier unten belegt. So, nach oben mit euch. Hätte ich nicht gedacht, dass wir den hier noch komplett wegkriegen werden. Wir machen gleich hier weiter. Warum jetzt groß irgendwo hingehen?
Hoch. Das war eine wirklich großartige Idee. So, bis hier vorne erstmal. So, euch noch einsammeln. Orange wird auch so ein richtiger Kistenfüller. Es wird schön, das flacht ja hier auch schon wieder ab. Gleich sind wir voll. Na, hier müssen wir erstmal drum herum gehen. Das ist definitiv zu hoch für uns. Da. Ich habe doch gewusst, irgendwo im Augenwinkel habe ich irgendwas gesehen, was sich bewegt. So, die letzten 2,5 Stacks.
So, jetzt gucken wir noch mal kurz hier. So, jetzt könnten wir theoretisch könnten wir noch die Stöckchen stacken, aber ja, wir wollen ja mal die Kirche im Dorf lassen. Nächstes Mal möchte ich gerne mal den Abstand von da bis dort messen. Na, was heißt bis dort? Bis im Wasser, wo es tiefer wird. Wir sehen ja genau, wo wir angefangen haben. Ja, ich würde sagen, dort irgendwo unter dem Orangenen. Hat sich doch schon schwer verändert alles. Auch heute wieder. Ja, nächstes Mal würden wir dann an der Stelle weitermachen. Wow. So, da das jetzt ja doch jede Menge für den Schacht ist, würde ich sagen, wir füllen das direkt hier rein, da wir hier ein bisschen mehr Platz haben. Ich muss nur aufpassen, dass ich meine gebrannter Ton, ja, welche ist jetzt die mit den gemischten noch drin? Du warst es nicht. Dann warst du es. So. Füllen wir noch von dir was rein. Und der Rest kommt jetzt von unten rein. Dafür haben wir das ja extra erweitert. Auch eine tolle Idee. So, du und du und du. Ihr wart fertig. So.